Schon früh beginnt der Mensch, seine Umgebung und sich selbst zu betrachten und darzustellen, was die Wandmalereien der Altamira-Höhle in Spanien eindrucksvoll belegen. Bereits vor etwa 30.000 Jahren entsteht die Venus von Willendorf, eine der ältesten figürlichen Darstellungen der Welt. Eine erste Blütezeit der Kunst entfaltet sich dann im antiken Griechenland. Sie erschafft Bauwerke, deren Schönheit und vollkommene Proportionen uns bis zum heutigen Tag in Begeisterung versetzen. Aber auch die Statuen bestechen noch heute durch ihr Ebenmaß und ihre perfekte Schönheit. Denn die Kunst der Antike spielt im Kunstverständnis des christlichen Abendlandes eine entscheidende Rolle. Die Tempelbauten der griechischen Antike werden massenhaft kopiert und beeinflussen die Architektur unserer Städte bis in die Gegenwart. Nicht nur die Architektur wird bis heute von der griechischen Antike beeinflusst, auch Malerei und Skulptur haben ihren Ursprung dort. Aber was ist Kunstgeschichte überhaupt? Was sind Stilepochen? Die Kunstgeschichte als Wissenschaft ist eine Erfindung des 18. Jahrhunderts. Vorher kennt man eine Geschichte der Künstler, aber keine Geschichte der Kunst. Dass sich die Erscheinungen der Kunst zu stilistisch einheitlichen Formationen zusammenfügen, behauptet man seit den Forschungen des deutschen Archäologen Johann Joachim Winkelmann. Dass der Stil nicht einfach nur eine Art ist, etwas Vorgegebenes zum Ausdruck zu bringen, sondern dass sich in ihm das Wesen unseres Verhältnisses zur Welt manifestiert, ist ein durchaus moderner Gedanke. Le style, c'est l'homme même, heißt das bei dem aufgeklärten französischen Naturforscher Buffon. Der Stil, das ist der Mensch selber. Aber zur Stilgeschichte sind mit der Zeit andere Betrachtungsweisen hinzugekommen, die sich mit der Bedeutung der Kunst auf verschiedenen Ebenen auseinandersetzen. Und längst ist auch bekannt, dass die Einteilung in Epochen schon deshalb schwierig ist, weil die Entwicklungen in den verschiedenen Ländern nicht parallel verlaufen. Obwohl heute umstritten, wird dennoch innerhalb der Kunstgeschichte an den Epochenbegriffen festgehalten. Zunächst aber zurück zu den Ursprüngen. Mit dem Beginn der griechischen Kolonisation des Mittelmeerraumes um 800 vor Christus formt sich in Griechenland eine neue, gesamtgriechische Nationalidentität mit gemeinsamen Mythen, Kulten, Festspielen und mit einheitlicher Schrift. Am Anfang der griechischen Antike steht die archaische Zeit. Aus ihr stammen die ältesten literarischen Überlieferungen unseres Kulturkreises, die Epen Ilias und Odyssee des Homer. Es etabliert sich der antike griechische Stadtstaat, die Polis. Die Polis ist die von den Bürgern selbst organisierte Verwaltung und Regierung, die eigene Gesetze herausgibt und politische Institutionen bildet. Unter der Regierung von Perikles beginnt in Griechenland Mitte des 5. Jahrhunderts die klassische Zeit. Kunst und Literatur erleben eine später nie wieder erreichte Blüte. Nach Jahrzehnten des Krieges schließen Athen und Persien Frieden. Die Akropolis, die Schutzburg Athens, hat 30 Jahre lang in Trümmern gelegen. Aber nun gelingt es Perikles, die Athener davon zu überzeugen, dass die Zeit für den Wiederaufbau gekommen sei. Im alten Griechenland besitzt jeder Stadtstaat eine Akropolis, eine Hochstadt. Erbaut auf dem höchsten Punkt der Stadt, dient sie anfänglich als Zufluchtsstätte und Schutzburg mit Tempeln und Regierungsgebäuden. Es entwickelt sich eine vollkommen neue Regierungsform, die Demokratie. Das Wort Demokratie wird gebildet aus den Begriffen Demos für Volk und Kratein für Herrschen, bezeichnet also die Herrschaft des Volkes. Auf Fragen über die Welt, die Gerechtigkeit und die Politik suchen die Griechen gemeinsam nach Antworten. Wahlberechtigt sind allerdings nur die freien Bürger der Stadtstaaten. Frauen und Leibeigenen wird dieses Recht verweigert. Unter Perikles übernimmt die Agora, der Marktplatz, die wirtschaftlichen und politischen Funktionen.
und die Akropolis wird zum reinen Tempelbezirk. Die Akropolis in Athen ist der Göttin Athena geweiht, denn jede Stadt hat eine Gottheit, die sie im Besonderen verehrt. Herakles ruft die besten Künstler Griechenlands zu sich und beauftragt den Bildhauer Phidias mit der Gesamtleitung. Die Architekten Iktinos und Kallikrates werden mit der Ausführung des größten Tempels auf der Akropolis betraut. Er wird der Athena Parthenos, der jungfräulichen Göttin, geweiht und deshalb Parthenon genannt. Nach nur 9 Jahren Bauzeit erhebt sich der größte Tempel der Akropolis in vollkommener Schönheit auf dem Burgfelsen. Eine Leistung, die selbst heute noch den Restauratoren Respekt einflößt. Das ganze Ensemble der Athena Akropolis mit den Propyläen, dem Erechtheion, dem Tempel der Athena Nike und dem Parthenon ist Zeugnis eines kulturellen Höhepunkts der Menschheitsgeschichte. Man nähert sich dem Felsen der Akropolis von Westen und betritt den heiligen Bezirk durch die Propyläen, einen monumentalen Torbau. Beim Durchschreiten der Propyläen erblicken wir den Parthenon, der die höchste Stelle des Felsens einnimmt. So könnte er nach Fertigstellung ausgesehen haben. Seine Höhe und Breite bezeichnen die vollkommenen Proportionen. Die harmonischen Linien seiner Säulen sind zum Symbol der antiken Kunst geworden. Für den Bau ihrer Tempel entwickeln die griechischen Baumeister Regeln, die aber nicht überall und nicht zu allen Zeiten gleich gelten. Diese Regeln bestimmen den Aufbau der Säule und ihres oberen Kapitellabschlusses, aber auch das Verhältnis der Säulen untereinander und zum Gebälk. Seit dem 7. Jahrhundert vor Christus entwickeln sich in Griechenland 3 sogenannte Säulenordnungen: die dorische, die ionische und die korinthische Ordnung. Die dorische, die älteste Ordnung, wirkt mit ihren gedrungenen Säulen, den einfachen, unverzierten Kapitellen und dem großen Gebälk recht schwer. Die ionische Ordnung ist geprägt von schlankeren und sehr viel eleganteren Säulen. Die Kapitelle sind mit Voluten, schneckenförmigen Ornamenten verziert. Die Basis besteht aus mehreren Stufen. Die korinthische Ordnung unterscheidet sich im Wesentlichen von der ionischen nur durch das mit Akanthusblättern reich verzierte Kapitell. Die Rillen im Säulenschaft heißen Kanneluren. Die Säulen erhalten über ihre gesamte Länge eine leichte Schwellung, die man Enthasis nennt. Mit einem optischen Trick verleihen die Baumeister den Säulen so eine erstaunliche Leichtigkeit. Es entsteht der Eindruck, die Säulen würden von der Last des Giebels zusammengestaucht. Der innere Kultraum, die Cella, wird aus Steinblöcken errichtet. Um die Cella läuft ein Fries von fast 160 Metern mit Reliefdarstellungen. Sie zeigen das alle 4 Jahre gefeierte Hauptfest zu Ehren der Pallas Athene. In der Mitte der Cella befand sich die über 13 Meter hohe Statue der Göttin Athene. Ein einmaliges, überwältigendes Kunstwerk des Bildhauers Phidias, das später einem Feuer zum Opfer fiel. Die Tempelgiebel sind ebenfalls mit Figuren geschmückt. Diejenigen des Parthenon befinden sich heute in London. Die des Aphaia-Tempels auf Ägina, die zu den besterhaltenen Tempelgiebeln gehören, erwirbt 1812 der damalige Kronprinz und spätere König Ludwig I. von Bayern für seine Kunstsammlung in München. Sie sind heute Glanzpunkt der Glyptothek. Thema des Giebels ist eine Schlacht vor Troja. Seine Mitte dominiert ein Standbild der Göttin Athena. Nahezu symmetrisch fügt sich die unvollständig erhaltene Figurenkomposition in das Giebeldreieck ein. Zu beiden Seiten Athenas sind die Helden in den unterschiedlichsten Haltungen in das Giebeldreieck eingepasst. Die Lebensnähe der Figuren erinnert an griechische Tragödien.
Entgegen der jahrhundertelang geltenden Überzeugung, alle griechischen Statuen wären weiß gewesen, haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die Figuren farbig gestaltet waren. Die Farbgebung wurde erst vor wenigen Jahren nach winzigen Farbspuren auf den Skulpturen rekonstruiert. Sie zeigt uns ein völlig neues Bild der Antike. Unterhalb der Akropolis befindet sich das Heiligtum des Gottes Dionysos. Ihm zu Ehren werden jährlich Festspiele veranstaltet, die Dionysien, aus denen sich die klassischen griechischen Dramen entwickeln. Hier im Dionysos-Theater ist der Ursprung des heutigen Theaters zu finden. Und nicht von ungefähr werden auch auf heutigen Bühnen noch die Stücke der griechischen Autoren gespielt. Darunter so berühmte Werke wie Ödipus, Antigone oder Elektra von Sophokles, sowie Medea von Euripides oder wie hier im Innenhof der Glyptothek die Ritter von Aristophanes. Ein Beispiel für die großartigen Fertigkeiten der Griechen in der Töpferkunst sind ihre kunstvoll bemalten Schalen und Vasen. In der archaischen Zeit werden die Vasen noch fast ausschließlich mit Ornamenten verziert. Aber es finden sich auch erste figürliche Darstellungen. Später werden auch Szenen der Götter dargestellt, wie diese Schale mit der Abbildung des Gottes Dionysos aus dem Jahr 530 vor Christus zeigt. Aber auch über das Alltagsleben im antiken Griechenland können wir auf den Vasen viel erfahren. Diese Vase zeigt eine Frau beim Spinnen von Wolle, daneben ein Kind und zwei Dienerinnen. Hier sehen wir in das Atelier eines Bildhauers. Und hier wohnen wir einer Musikstunde bei. Das normale Haus eines Griechen nimmt sich im Gegensatz zu den großen Tempelbauten bescheiden aus. Wir wissen heute, dass die Griechen in Reihenhäusern lebten, die aus Lehm gebaut waren. Ein Haus sah aus wie das andere, denn die Bürger hatten alle gleiche Rechte und Pflichten. Diese Einstellung ändert sich erst in hellenistischer Zeit, deren Beginn auf den Regierungsantritt Alexanders des Großen datiert wird. Durch seine Eroberungszüge verbreitet sich die griechische Kultur bis weit in den Orient hinein. Beispielhaft hierfür ist die Stadt Pergamon, nahe der Westküste Kleinasiens in der heutigen Türkei. Während des 3. und 2. Jahrhunderts vor Christus ist sie eines der bedeutendsten Kulturzentren. Nach dem Sieg Alexanders des Großen über die Perser im Jahr 333 vor Christus fällt die Stadt in die Hände des Makedonen. Der große Altar von Pergamon ist eines der herausragendsten Werke, wenn nicht der Höhepunkt der hellenistischen Kunst. Er wird zwischen 180 und 160 vor Christus errichtet, als ein dem Zeus geweihter Monumentalaltar in einer Größe von 36 mal 34 Metern. Er befindet sich heute in Berlin. In dem Fries an den Seiten des Altars ist die Gigantomachie dargestellt. Dieser Kampf der Götter gegen die Kinder der Urgöttin Gaia, die schlangenfüßigen Giganten, ist ein Sinnbild des Sieges der göttlichen Ordnung über die rohe Barbarei. Die in den verschiedenen Regionen Griechenlands ausgebildeten dorischen, ionischen und korinthischen Säulenordnungen werden zur Norm für große Teile der europäischen Architekturgeschichte. Und die vollkommene Harmonie der Körperbildung, die die griechische Plastik des klassischen Zeitalters ausbildet, wird zum Vorbild für die Kunstgeschichte von der Renaissance bis zum 19. Jahrhundert, obwohl man sich dort eher auf römische Nachahmungen bezieht. Die römische Expansion im östlichen Mittelmeerraum ab dem 2. Jahrhundert vor Christus bedeutet das Ende des Hellenismus und gleichzeitig den Beginn der römischen Kaiserzeit. Kuppelbau, Fußbodenheizung und Wasserklosets, Mega-Arenen, Mosaiken und Idealkörper von der Stange. Über diese und andere zivilisatorische und künstlerische Neuerungen im antiken Rom
berichten wir in unserer nächsten Folge.